Ja, hallihallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und ich bin heute mal wieder unterwegs. Und zwar bin ich gerade in einem Seitental des Schneebergs durch das Höllental hochgefahren und gehe jetzt gerade durch die Weichtalklamm hinauf auf die Kimberghütte und von dort dann weiter auf den Turmstein. Der Weg auf den Turmstein hinauf ist ein kurzer Klettersteig mit Schwierigkeitsklasse C. Zu dem komme ich dann aber noch später im Detail. Ja, die kurze Runde, die ich mir gespeichert habe, geht über circa 8,5 Kilometer über der Karte, also ohne den Höhenmetern eingerechnet. Es sind ungefähr so um die 800 Höhenmeter, die auf der Tour zurückzulegen sind. Was dann noch dazu kommt, eventuell, das kommt aber aufs Wetter noch ein bisschen drauf an, wäre eine Runde über das Klosterwappen, den Hauptgipfel des Schneebergs. Ob ich den mache, weiß ich noch nicht. Das kommt darauf an, wie es meinem Knie geht, wie es wettermäßig ausschaut, wie es konditionell ausschaut nach dem Klettersteig. Das wird sich alles noch herausstellen. Es ist heute Freitag, der 23. Juni 2017. Und die letzten Tage waren brutal heiß. Es waren 35 Grad, teilweise sogar mehr. Extrem schwül, in der Nacht Wärmegewitter wieder ganz mächtig. Und ja, ich habe gesagt, ich muss heute einfach raus, irgendwo, wo es kühler ist, weil ich halte das einfach nicht aus. Es ist jetzt noch recht angenehm, wir haben so 22, 23 Grad aktuell. Es soll aber heute noch raufgehen auf 28, 29 in etwa. Deswegen rauf auf den Berg, dort ist es ein bisschen kühler, hoffentlich. Und ja, ich hoffe, es wird eine schöne Tour. Und wenn es wollt und es interessiert euch, dann kommt's mit. Von da unten komme ich und jetzt geht es dann noch hier weiter an dem Felsen da vorbei, zwischendurch, da weiter hoch, dann die Klamm entlang weiter. Ja. Wunderschöne Gegend, aber saumäßig anstrengend, weil es einfach brutal warm ist oder vor allen Dingen schwül ist heute wieder. Also ich schwitze ohne Ende, aber ist gut. We'll be right back.
sehen wir diese wunderschöne Zeichnung von dem Baumstamm an. Die Rinde ist abgegangen und übrig geblieben sind diese wunderschönen Muster, die noch quasi Abdrücke von der Rinde sind am Holz, beziehungsweise wahrscheinlich Reste vom Cambium. Wunderschön. Und die nächste Leiter ist auch schon da. So wie es aussieht, die letzte und der Ausstieg aus der eigentlichen Klamm, aber schauen wir mal, was da dahinter noch auf uns wartet. Tja, weit gefehlt, die Klamm geht weiter. So, ich bin an der nächsten Kletterstelle angekommen, versichert durch Kette und Eisentraversen. Und da geht's jetzt hoch. Mittlerweile weiß ich auch, warum das ganze Klettersteig klassifiziert ist. Auch wenn es nur mit Schwierigkeitsgrad A angegeben ist. Aber es sind hier doch echt wirklich ein paar richtige Kletterstellen drinnen. Das ist echt nett. Also der Abschnitt hat es jetzt echt in sich da. Gute Kletterpassage, richtig schön. Es regnet jetzt gerade, es hat gerade angefangen. Ich hoffe, das zieht jetzt schnell durch. Ich stehe da unter einem Felsvorsprung, wie ihr sehen könnt. Und ja, werde jetzt mal den Regenguss abwarten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und ja, sobald sich das wieder bessert, geht's weiter. Ich habe mich nochmal unter einen Felsen verzogen. Ich fange nämlich jetzt richtig zum Schütten an und zum Gewittern. Das werde ich jetzt erstmal abwarten. Ich bleibe hier richtig schön trocken, das ist gut. Der Platz ist zwar nicht allzu groß, den ich da habe, aber es ist okay. Und es ist ein richtig guter natürlicher Wetterschutz. Ja, Abenteuer pur. Aber das Ganze sollte zum Mittag spätestens wieder rum sein, nach der Vorhersage. Also, ja, ich werde das jetzt mal abwarten. Und ich glaube, ja, ich werde jetzt einfach das gleich mal nutzen, ein bisschen Pause machen, ein paar Trockenfrüchte essen. Ja, und mal schauen, wie lange das dauert. Thank you.
Ja Leute, ich habe es hinter mir, die Klamm. Bin jetzt gerade herausgekommen. Aber ich muss sagen, das war jetzt ordentlich anstrengend, das letzte Stück. Und es hat jetzt richtig zum Regnen angefangen. Ich habe jetzt auch meinen Poncho angezogen, weil sonst wäre ich jetzt schon wahrscheinlich nass bis auf die Knochen. Aber nichtsdestotrotz, super geil. Macht echt Spaß. Ich habe richtig Fun da heraus. Herrlich. Ja, da hinter mir gehe ich dann zurück, den Ferdinand-Meyer-Weg am Abstieg dann. Aber jetzt geht es vorher noch auf die Kienberghütte. In diese Richtung nach vorne. Ja, das ist, sind jetzt noch so knapp ein halber Kilometer in etwa. Und dann bin ich auf der Hütte. Ich hoffe, das Wetter bessert sich. Ich habe noch zwei Eier mit. Ich möchte mir eigentlich gerne noch zwei Spiegeleier machen. Ja, mal schauen, muss halt das Wetter mitspielen. Und ob ich den Turmstein, den Klettersteig machen kann, wage ich fast zu bezweifeln. Es ist, schaut jetzt nicht danach aus, als ob es jetzt wirklich bald zum Regen aufhören wird. Und solange sich das Wetter nicht bessert, mache ich das nicht. Erstens, weil der Steig einfach viel zu nass ist, viel zu gefährlich, viel zu rutschig. Und auch die Gefahr von Blitzschlägen, Gewitter und so weiter noch viel zu groß. Also wenn es sich wirklich massiv besser wird, dann werde ich den heute auslassen müssen. Auch das Klosterwappen, der Schneeberggipfel, weiß ich auch noch nicht. Also wenn das Wetter nicht besser wird, mache ich das auch nicht. Aber jetzt gehe ich erstmal auf die Hütte, mache ein bisschen Pause, schaue, dass ich mir meine Eier machen kann. Und ja, dann werden wir mal weiterschauen. Ja Leute, ich bin an der Kindaler Hütte angekommen, wie ihr da oben lesen könnt. Die Hütte ist nur am Samstag bewirtschaftet, das heißt heute ist da keiner da, macht aber nichts, weil wie gesagt, ich habe eh selber was mit, von dem her passt mir das eigentlich ganz gut. Ich werde mich dann da auf dieses Bankerl da hinten verpflanzen, werde dort meinen Spirituskocher auspacken und dann meine Eier machen. Was ich euch auch noch zeigen möchte, jetzt schon mal, ist der Turmstein. Und zwar ist das der Berg da hinter mir, der Gipfel da oben. Und der Klettersteig geht da hinter der Hütte, einmal um die Hütte rum, dann nach hinten. Und dort geht dann der Klettersteig hoch. Ich werde jetzt mal ein bisschen was essen, dann werde ich mal schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Sollte es tatsächlich abtrocknen und die Sonne rauskommen, werde ich mir den Felsen mal anschauen, ob er zum Klettern geht oder nicht. Die Seilversicherungen schauen ganz gut aus, ich habe schon mal kurz einen Blick hingemacht. Von dem her mache ich mir keine Sorgen, aber ich möchte natürlich nicht abrutschen und abstürzen, also das will ich natürlich vermeiden. Dementsprechend werde ich mal schauen, vielleicht trocknet es ab, ich habe keine Ahnung, vorher war ganz kurz die Sonne da. Jetzt fängt es wieder zum Regnen an. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
zeige ich euch noch, was ich heute so alles mit habe. Ich habe also hier meine kleine Pfanne, die auf dem Trangia Mini Spirituskocher steht. Der brennt auch schon, wird aber noch ein bisschen brauchen, bis die Pfanne wirklich heiß ist. Öl, Salz, Pfeffer, natürlich meine Feldflasche mit Wasser, zwei Eier und hier in der Dose ist noch ein Stück Streichkäse drinnen und hier noch etwas Spiritus als ja, Vorrat. Mein Messer natürlich, mein Victorinox, Feuerstahl, ganz wichtig, und die beiden Deckeln vom Trangia zum Regulieren bzw. Ablöschen. Ja, ich lasse jetzt mal die Pfanne aufheizen und dann schauen wir weiter. Ja, eines habe ich noch vergessen. Ich habe nämlich heute keine Gabel mitgenommen, sondern werde mir hier aus diesem Stock einfach buschkraftmäßig einfach eine Gabel schnitzen. Das geht recht schnell. Und bis dahin werden dann auch die Eier fertig sein. Ja Leute, die Eier sind fertig. Ich nehme die jetzt vom Feuer runter. Und mache noch den Kocher aus. Ja, der Kocher ist abgedreht. Und ja, jetzt sage ich Mahlzeit Leute.
das im Kamerabild so sieht, aber der Felsen, er ist klatschnass. Steighilfen genauso. Keine Chance zum Klettern da heute. Das wäre viel zu gefährlich. Viel zu großes Risiko. Ich bin alleine unterwegs. Und dieses Risiko gehe ich einfach nicht ein. Es zahlt sich einfach nicht aus. Da muss einfach die Vernunft siegen. Natürlich würde es mich reizen, hochzugehen, aber ja, muss ich wohl auf ein anderes Mal verschieben. Hilft halt nichts. Vielleicht gibt es im Herbst nochmal irgendwo einen schönen Tag, wo ich das machen kann. Mal schauen. Irgendwann, wenn das Wetter halt wieder stabiler ist. Ja, ich werde jetzt meine Sachen wieder zusammenpacken und werde mich auf den Rückweg machen. Habe jetzt vorher schon auf der Karte kurz geschaut. Ich werde nicht den Ferdinand-Meyer-Weg zurückgehen, was ich ursprünglich dachte, weil ich habe in meiner Streckenplanung einen anderen Weg drinnen. Ich dachte, das wäre der Ferdinand-Meyer-Weg, ist es aber nicht. Ich werde trotzdem die geplante Strecke gehen. Ja, mal schauen, was das für ein Weg wird. Und ja, ich würde sagen, ich mache es jetzt mal. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt wieder zurück beim Auto. Ich habe die 800 Höhenmeter jetzt wieder bergab hinter mich gebracht. Es war ziemlich anstrengend, weil es streckenweise echt steil runtergegangen ist. Es war für mein Knie jetzt nicht so optimal. Aber ich habe es geschafft. Bin glücklich wieder unten, ohne Verletzungen, ohne größere Probleme. Habe jetzt laut GPS knappe 14 Kilometer gemacht. Das glaube ich jetzt nicht ganz, weil wie gesagt, auf der Karte waren es irgendwie so 8,5, 9. Also ja, ich denke mal so mit den Höhenmetern mitgerechnet, wären das irgendwo so um die, ich schätze mal 11 Kilometer wären es gewesen sein. Aber dazu halt 800 Höhenmeter hoch, 800 Höhenmeter runter. Schon ziemlich anstrengende Tour, aber wunderschön, trotzdem Regenwetter, aber das, ja, es war okay, also mit dem Poncho ging es und er hat mich gut trocken gehalten, auch den Rucksack, also von dem her echt gut. Jetzt kommt schon langsam die Sonne raus, jetzt wird es dampfig, schwül, das merkt man gerade ganz extrem, ich fange gerade ganz extrem zum Schwitzen an, ihr seht es auch. Es ist jetzt nicht, weil ich mich so angestrengt habe und so ausgepowert bin, sondern es ist einfach gerade, wird gerade extrem dampfig und ja, ziemlich anstrengend für den Kreislauf, aber ist okay. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir definitiv, und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet.
das Video teilt und meinen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann wünsche ich euch in dem Sinne alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass es rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.